Wasser. Ja. Darf zur später Stunde noch einmal im Namen des SK-Rapid herzlich Grüß Gott sagen hier und gleich unseren Trainer bitten, nach der ersten Niederlage hier im Allianz-Stadion und seine Sicht der Dinge zu erklären, warum diese so zustande kam. Ja, möchte nur die tiskové konferenci s trenérem Rapidu. Trenér nejdřív zhodnotí taky výkon svého mužstva. Ja, also erstmal Glückwunsch an die Mannschaft, an den Verein, dass wir heute hier in die Gruppenphase der Euroleague eingezogen sind, was unser großes Ziel war. Glückwunsch an alle Experten, die seit 7, 8 Tagen gesagt haben, es ist ein leichtes, es ist nur eine Frage der Höhe und gegen wen möchtet ihr denn gerne spielen und wie viele Leute wollt ihr denn schonen? Wir haben auch recht behalten, weil wir sind ja weitergekommen. Und zum Spiel muss man sagen, dass wir, glaube ich, in den ersten 5 bis 10 Minuten zwei Riesen hatten, zwei Großchancen, mit denen wir fahrlässig umgegangen sind. Wir haben höchstwahrscheinlich gedacht, es geht so weiter, waren dann nachlässig im Aufbau. Dafür hat der Gegner uns dann bestraft, ja, mit dem ersten Schuss aufs Tor. Und nach dem 2-0, wo wir auch nicht gut die Flanke verhindern, wo wir nicht aggressiv auf diesen Ball gehen, verlieren wir in der Mitte ein Kopfballduell und auf einmal steht 2-0 und dann gehen die Köpfe nach unten. Dann wird man ängstlich, dann wird man passiv. Und gibt dem Gegner wieder Vertrauen. Ja, so war's. Letztendlich, wie gesagt, sind wir glücklich darüber, dass wir eingezogen sind. Aber wir haben das, was wir eigentlich vorhatten, das Spiel konzentriert, konsequent anzugehen, damit wir im Laufe der Partie auch noch ein paar Körner sparen können, haben wir nicht hinbekommen, weil wir aus unseren Möglichkeiten, die wir zweifelsohne hatten, aus den großen Möglichkeiten, nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, weil die Konsequenz, die du brauchst, um da die Tore zu machen, um da dann das auch klar zu machen, weil du dann im Verlauf des Spiels noch viel, viel größere Möglichkeiten bekommst, weil der Gegner vielleicht entweder entweder brichst du ihm dadurch die Moral oder er geht noch mehr Risiko ein, du kriegst noch mehr Räume. Das haben wir nicht hinbekommen, deswegen haben wir es uns sehr, 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 sehr schwer gemacht. Und ja, es war ein Ereignis, ein Erlebnis, wo man viel, viel draus lernen kann. Ich habe es eben bei Ihren Kollegen damit verglichen, dass man den Kindern immer sagt, dass sie nicht auf die Herdplatte greifen sollen, weil die ist heiß, will auch keiner glauben. Ja, wollen die Kinder auch nicht glauben, wollte ich auch nicht glauben. Dann packst du drauf, verbrennst dir die Finger und denkst, oh, ganz so Unrecht hat er nicht gehabt. Ja, und von daher ist das heute eine Partie gewesen, wo wir wirklich einen sehr guten Lerneffekt draus ziehen können. Aber ich hätte gerne auf diesen Lerneffekt verzichtet. Danke, Petra. Viel Erfolg mit der Übersetzung. Blahopřejeme vítězi. Ich habe mich zu kurz gefasst. Blahopřejeme vítězi. Jsme samozřejmě rádi, že jsme se dostali do skupinové fáze, že jsme se dostali dál. Blahopřeji i těm snílkům, kteří si mysleli, že to bude lehký zápas, že se dostaneme, že to bude otázka jenom výše gólů, kolik dáme. V prvních 5 až 10 minutách jsme měli 2 velké šance, které jsme nevyužili. Zacházeli jsme prostě s tou situací dost nesvědomitě, nechali jsme a útočník, teda protivník nás hned první střelou na bránu potrestal, po tom výsledku 2-0 už jsme věšeli hlavu, nebyli jsme dost agresivní, byli jsme pasivní, jsme rádi teda, že jsme se skutečně dostali dál. Je to pro nás velká zkušenost.
Je to taková zkušenost, na kterou bychom chtěli teda zanevřít, co jsme chtěli zažít, ale je to, srovnal jsem to s tím, jako když dětskám říkám, nebo dřív jsem jim říkal, ať si nešahají na horkou plotnu, že se spálí. A to se teda praskne dneska takhle odehrálo, že jsme trošku podcenili, co se stalo. Představovali jsme si trošku jinak, že ten průběh bude jiný, ale bohužel takhle zkušenost. Naštěstí jsme se dostali do té skupinové fáze. Tag, damit kommen wir zu der traditionellen ersten Frage vom Kollegen Hackl. Nicht ganz zufällig ist das Mikrofon ausnahmsweise hinter dir. Herr Büskens, irritiert Sie ein bisschen diese Wankelmütigkeit? War das Gefühl, Rapid, entweder es gibt eine Torlawine, ja, sehr hohe Sieger, also Rapid kann offensichtlich nicht knapp gewinnen, oder da gibt es so Leistungen wie letzte Woche in Wolfsberg, heute, auch in Weißrussland, mit Abstrich in Alltag. Es ist so ein bisschen ein... Schauen Sie mal, in Weißrussland, da spielt man gegen eine Siebener-Kette. Ich meine, also, da gibt es halt viele Mannschaften, die sich schwer tun. Ja, so heute, das ist einfach so, Fußball wird im Kopf entschieden, oftmals im Kopf entschieden. Ja, und wenn du dann nicht wach bist und wenn die ersten Minuten dich dazu verleiten, auch noch zu meinen... Es reicht heute im Schlafmodus, ja. Dann entstehen genau solche Dinge, wie wir sie heute erlebt haben. Und wir haben vorher gesagt, es ist eine sehr gute Mannschaft, ja, die Fußball spielen kann, wenn man sie lässt. So, wollte auch glaube ich, von Ihnen keiner hören nach dem 4-0, ja. Und ich glaube, dass die Jungs gedacht haben, es läuft schon. Und deswegen, das sind Erfahrungen, die man auch machen muss, ja, weil man dann beim nächsten Mal vielleicht wacher ist als das, was wir heute gesehen haben. Das erlebst du, weiß ich nicht, im Pokal, im Cup, ja, erlebst du das, ich weiß nicht wie oft. Und du hast ein 4-0, ja, alle sagen, was soll denn passieren? So, und das führt halt dazu, dass du ein bisschen an Spannung verlierst und dass dann genau diese Dinge eintreffen, die wir heute gesehen haben. Ja, und dann kannst du den Schalter schlecht umstellen. Haben wir alle erlebt, die schon mal gekickt haben. Ja? Und deswegen erzählen wir immer davon. Ja? Sei wach, das machen sie dann auch, wenn sie irgendwo auf der Wiese Fußball zocken. Ja? Haben sie es auch schon erlebt. Sei wach. Ja, okay. Lass bitte kurz den Kollegen übersetzen, sonst wird es wirklich schwierig. Diese Extreme irritieren Sie nicht irgendwie, diese Leistungen. Man sieht ja nach oben, dass wahnsinnig viel möglich ist, aber nach unten auch relativ viel. Gibt es also Sehnsucht, Mittelmaß ist das Falsche, aber nach einer Verlässlichkeit, nach einer Konstanz, muss man da irgendwie arbeiten oder am Selbstverständnis vielleicht? Am Selbstverständnis? Ja, das ist ein guter Begriff. Selbstverständnis darf nicht dazu führen, dass man denkt, es läuft schon von allein. Ja? Und wir haben es erlebt. Ich glaube, ich bin da jetzt auch sehr, sehr eindeutig drauf eingegangen. Ja? Also jetzt freuen wir uns, dass wir die Gruppenphase erreicht haben. Wenn wir uns morgen um 13:30 hier wiedersehen, dann werden wieder die Fragen kommen, aber diesmal nicht, wen wünschen Sie sich, sondern sind Sie zufrieden mit der Auslosung? Dann werde ich Ihnen sagen, was ich davon halte. Ja, und dann werde ich Ihnen auch sagen, ob mein Wunschlos eingetroffen ist. Und dann schauen wir nach RB und bereiten uns auf dieses Spiel vor. Und es ist einfach nur schade, dass wir nachdem gestern RB ein schweres Spiel hatte, dass sie in der Verlängerung dann halt auch unglücklich verloren haben, dass wir es heute für uns nicht nutzen konnten, halt ein paar Körner zu sparen. Ja, Spieler früher reinzubringen, vielleicht auch andere Spieler reinzubringen, die dann Matchpraxis bekommen. Das konnten wir dann im Verlauf des Spiels nicht, aber das haben wir uns selbst eingebrockt und jetzt muss es weitergehen. Also die otázka byla na trenera, jestli vždycky vyhrávají buď velkým výsledkem, velkým rozdílem, anebo prostě taková střední třída, že se prostě nevyhra nebo prohra, nebo je to 0-0. Jestli v čem to vězí a co to je. Tak on říkal, že hodně třeba dnešní zápas byl rozhodnutý v hlavě hned od začátku. Prostě jako často v těchto zápasech se rozhoduje hlavou. Nemohli jsme prostě ten zápas hrát v nějakým stand-by modu, protože prostě člověk musí být i při tom...
Přitom fotbale musí prostě být živý a vždy poslouchat a dávat pozor. To vidíte sami, když třeba hrajete fotbal někde na trávě, na louce, že pořád si říkáte, buďte živí, dávejte pozor. Je to pro nás zkušenost, nesmí, vy jste taky včera jste říkali, jo, bude to lehký zápas. Já jsem vám říkal, že to je velice ostrý protivník, hraje velmi dobře a takhle to potom dopadlo. Mohli jsme si ušetřit energii, mohli jsme si vyzkoušet pár nových hráčů, ale bohužel k tomu nedošlo a myslím si, že to je dobrá zkušenost pro naše hráče. Jsem rád, že jsme došli do té skupinové fáze. Danke. Ich hätte auch natürlich gerne Fragen von den slowakischen Kollegen. Wie schon erwähnt, die österreichischen Kollegen und Kolleginnen sehen ja wir in knapp 13 Stunden wieder. Ja. Slovenský kolegové, že by mohli teď dávat otázky, protože zítra budou další tisková konference, tak oni budou mít zítra taky příležitost. Wenn nicht, dann bitte Kollege Andi Forst. Darf ich Sie fragen, ob das, es gibt den wienerischen Spruch, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. War das nicht sozusagen noch ein idealer Zeitpunkt, um diesen Lernprozess, das mit einer Niederlage umgehen, zu erleben, weil sozusagen außer jetzt die fehlenden UEFA-Punkte für Österreich nichts passiert ist? Also kann es nicht für Sonntag sogar ein Ansporn sein, sich zu rehabilitieren und gegen Salzburg? Habe ich ja gesagt, dass es wichtig ist für den Lernprozess und dass wir froh sind, dass wir nur in der Form des 0-2 bestraft wurden und nicht in Form des Ausscheidens. Definitiv. Und natürlich tut uns das leid, dass wir heute für Österreich nicht gepunktet haben. Aber ich glaube, im letzten Jahr waren wir die einzige Mannschaft, die für Österreich gepunktet hat. Und jetzt sind wir zu dritt. Das ist doch schön. Dann können wir auf das heute verzichten. Aber noch einmal, das war nicht unser Anspruch heute. Wir sind zufrieden, dass wir trotz alledem die Gruppenphase erreicht haben. Noch eine kurze Anschlussfrage. Ist nicht die Abwehr bei hohen Bällen, bei Flanken ein bisschen eine Baustelle? Das hat man in Wolfsburg gesehen, das hat man auch in Žilina nach dem 4-0 gesehen. Wo haben wir es gesehen? Bitte? Im Hinspiel, meinen Sie? Gegen Trenčín? In der letzten Viertelstunde waren da ein paar gefährliche Fragen. Also ich finde, dass die Abwehr teilweise kollektiv sehr unsicher ist bei hohen Bällen hinein. Na, also ich muss Ihnen sagen, dass wir im Hinspiel zwei Aktionen hatten, die unsere Innenverteidiger sehr gut verteidigt haben, wo Bälle auf das Tor von der Seite kamen. Und sie mit ihrem Gegner hochgegangen sind, definitiv. So, und wir hatten heute Schössi nicht dabei, der für eine gewisse Kopfballstärke steht. Wir haben, glaube ich, sonst relativ wenig nach hohen Bällen kassiert, haben eigentlich dem Gegner seltenst Chancen gegeben. Jetzt haben wir gegen Wolfsburg ein Tor kassiert, nach einer Ecke, ja, wo man auch sagen könnte, es war vielleicht ein Foul an Schösswender, ja, der einen Ellbogen ins Gesicht bekommt, wurde nicht geahndet. Auf den verlängerten Ball nicht, waren wir nicht griffig genug. Aber grundsätzlich hast du immer mal Phasen, wo du nach einem Standard ein Tor kassierst. Ja, aber davor haben wir wochenlang nichts kassiert oder auch der Gegner keine Gefahr erzeugen können aus hohen Bällen, aus Flanken. Danke. Dafür bitten wir an der Übersetzung gleich das Mikrofon an den Aleš Číder weiterzureichen. Otázka byla právě, jestli ta prohra, jestli právě nepřišla teď v dobrou chvíli, že měli takový ten efekt naučení se, poučení se z této situace. On říkal, že určitě, ale že mohli být potrestáni ještě mnohem víc, nejen 2-0, mohli být potrestáni tím, že jakoby vypadli. Jo. A takže rád za to, že nevypadli, že se dostali dál a že teda ten efekt toho poučení se zůstal jen tak při tom 2-0. Další otázka byla ohledně obrany, jestli není ta obrana trošku jakoby staveniště, že tam jsou nějaké nejistoty, že se mu zdálo taky tomu redaktorovi, že tam padaly jakoby víc jako z šancí. Trenér říkal, že góly z výšky určitě nepadaly tak často, že se to stalo posledně jednou, byla nějaká náhoda.
a předtím se dlouhé týdny nic nestalo, takže v těch standardních situacích občas se dávají góly hlavou a nahoře, ale myslím si, že jako ta obrana je v dobrém stavu a není s tím problém. Danke, bitte alles. Herr Büskens, hatten Sie eigentlich in irgendeiner Phase des Spiels ernsthafte Bedenken, dass man da wirklich noch ausscheiden könnte? Es war jetzt nicht so, dass man in der zweiten Hälfte unter Dauerdruck gewesen wäre. Nee, aber bei den langen Bällen auf den zentralen Stürmer und dem zweiten Ball, weißt du nie, was passiert. Und von daher musst du immer wachsam sein. Ja? Wenn du wachsam bist, dann kannst du seltenst überrascht werden. Aber vielleicht übersetzen wir uns. Pane Biskens, neměl jste náhodou během zápasu starost nebo strach, že to skutečně dojde tak dál, že vypadnete? No určitě tam potom byly určité situace, kdy hráli dlouhé míče na toho centrálního útočníka a nikdy člověk neví. Musíte zůstat prostě pořád ostražitý a ve hře, aby se tohle to nemohlo stát. Also machen wir dann nach der Einstiegsfrage auch die Ausstiegsfrage mit dem Kollegen Hackl. Die Einwechslung von Steffen Hoffmann in der 92. Minute. Jetzt kann man natürlich, müssen wir zugestehen, nach dem Sinn fragen. Man hätte ihn auch in der 70., 75., dass man vielleicht sieht, wie er sich bewegt, was mit ihm, wie weit er schon ist. Das war nur ein Zeichen, dass man sieht, er ist da. Nein, aber schauen Sie doch mal, das Spiel ist sehr unruhig. Ja, und dann in so eine Partie zu kommen, nachdem du 5, 6 Wochen nicht gespielt hast, ja, ist nicht so einfach. Definitiv nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns entschlossen, ihn ins Spiel zu bringen. Als, in der 92. Minute, meine ich. Oh, Zeichen, ja, genau. Als Zeichen. Ja. Steffen hat jetzt ein paar Trainingseinheiten hinter sich und ist auch wieder auf dem Weg. Ja, aber da ein Spieler, der ohne Wettkampfrhythmus seit anderthalb Monaten ist, den da reinzubringen, das ist schwer. Tasca? Wollen Sie noch was sagen? Nö. Otázka směřovala na trenéra nebo na kapitána, který vlastně se dostal do hry až v 90. minutě, nebo po 90. minutě, proč se dostal až tak pozdě, co je vlastně, co bylo tím smyslem. Trenér tvrdí, že vlastně po tak dlouhé pauze, kterou měl, jedná se o Steffen Hoffmann, že nemůže prostě hrát, normálně přijít do hry, protože vlastně 1,5 měsíce nehrál, v té hře byla dost chaos, takže určitě by nemohl se chytit. Takže určitě chtěli dát takový znamení, že ještě tady je, že trénuje, ale nemohl hrát jakoby dřív, takže prostě v té poslední minutě ho vystřídali. Vielen Dank, dann danke fürs Interesse. Gute Nacht unseren Gästen aus der Slowakei. Gute Heimreise. Trenčín natürlich viel Erfolg in der Liga und für die österreichischen Kollegen noch. Morgen ab 12.30 Uhr hier geöffnet. Gibt auch Live-Übertragung der Auslosung. Parkmöglichkeit, wie schon gewohnt, auch ab 12.30 Uhr über die Linzer Straße Zufahrt, Nordtribüne. Und um circa 13.30 Uhr beginnen wir dann da mit der Pressekonferenz. Je nachdem, wie der Verkehr vom Happelstadion rüber ist. Zur Not können wir 5-6 Minuten warten. Und ja, danke, gute Nacht. Danke dem Trainer. Děkujeme slovenským kolegům, přejeme hezkou noc a hezkou cestu domů. A mějte se hezky. Und viel Erfolg im Chilena am Sonntag. Hodně štěstí proti Žilině v neděli. Ja, ich habe auch gelesen. Danke, ja, nicht zu danken.